Puh, was kann das Ding so? Wow! Hey Freunde, damit ein herzliches Willkommen bei eurem Tjulfa und herzlich willkommen zu Bloxfruits. Ein Roblox-Game, was komplett basiert auf One Piece. Und ich bin ein riesiger One Piece-Fan. Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht genau, warum ich das Game bis jetzt noch nicht gespielt habe, aber wir werden uns das jetzt mal genau anschauen. Wir starten rein als Pirat. Wir sind noch Stufe 1 und mal sehen, wie stark wir heute schon werden können. Oh, hier kann ich jetzt eine Quest auswählen. Ich klicke auf Banditen, dafür kriege ich 350. Und 300 Erfahrung. Klingt gut. Machen wir. Sind das hier die Banditen? Kann ich gegen die kämpfen? Wow. Ey, warum sind die denn so stark? Oh, ich habe so eine Dash-Attacke. Oha, es ist... Oha, und da... Warte. Wenn wir kämpfen, leveln wir auch noch... Damit leveln wir auch noch hier unten unser Zeug auf und so. Warte, wir haben einen Angriff auf Z irgendwie. Auf Z? Nee, passiert nichts. Okay, keine Ahnung. Vielleicht muss ich das aber auch erst hochleveln. Jetzt hatten wir ein Level-Up. Okay. Wow, das Game ist ja mal richtig cool. Der Kampfmodus macht ja mal richtig Laune. Let's go. Und wir haben den Level Up. Jetzt sind wir Level 2. Und wir haben dafür 3 Punkte bekommen. Ich erhöhe mal Nahkampf und Schwert. Ich will auf jeden Fall ein Schwertkämpfer werden, Leute. Oha, das Game ist ja mal richtig cool. Let's go. Ich habe auf jeden Fall vor, ein starker Schwertkämpfer hier zu werden, Leute. Da sehe ich mich. Und wir sind schon Stufe 5. Was passiert denn hier? Einfach zu krass. Aber unser Kopfgeld beträgt nur 50 Berry. Ja, ist ja die Währung in One Piece. Wow, ich habe schon lange kein One Piece mehr geguckt. Und jetzt haben wir 9 verfügbare Punkte. Okay, wir erhöhen Schwert und Waffe. Blocksfrucht können wir auch jetzt schon erhöhen. Aber wir haben ja noch gar keine, oder? Ich erhöhe auch mal noch ein bisschen Verteidigung so. Und sieht gut aus, glaube ich. Ah, das war gerade... Ich habe so viel Erfahrung bekommen, weil ich die Quest beendet habe. Okay, man muss Quests nicht extra abgeben. Ich gehe einfach hier rein. Und dann haue ich den einfach eine rein hier. Und dann, wenn ich 5 besiegt habe, wird die Quest automatisch abgegeben. Das ist ja mal richtig nützlich. Let's go. Und wir haben die Quest einfach nochmal gemacht, Leute. Jetzt sind wir schon mal Stufe 7. Und haben $1200. Das wird sich bestimmt schon lohnen. Und wir sind jetzt hier Nahkampfstufe 5 plus 1. Was bedeutet das? Keine Ahnung, was das bedeutet. Wahrscheinlich, weil... Combat, weil wir das schon relativ hoch haben? Möglich. Oh, hier haben wir einen Shop. Was gibt's? Bloxfruit Dealer. Ich suche in der Welt nach Bloxfrüchten. Wenn ich eine finde, werde ich sie in meinem Shop auf Lager haben, damit du sie kaufen kannst. Okay. Gibt's hier Drehenfrüchte? Oh, die sind ja voll teuer. Okay, Hacken nicht auf Lager, Frühling nicht auf Lager. Rauch. 100.000? Wow, die sind ja übel teuer. Aber natürlich dann extrem krass, wenn man die hat, ne? Okay, können wir uns aber aktuell nicht leisten. Wie sieht's mit einem Schwert aus? Okay, wir können uns einen Anfänger-Katana kaufen. Das kostet direkt 1.000. Aber sieht schon mal sehr cool aus, Leute. So sind wir auf jeden Fall schon mal besser unterwegs. Und haben auch schon ein Kopfgeld von 100. Alright. Und hier können wir uns ein Boot kaufen. Beiboot ist kostenlos. Okay. Das ist echt ein kleines Boot. Das ist wirklich ein kleines Boot. Okay, und jetzt sehen wir hier, wir sehen ganz viele Inseln hier. Wir steuern einfach mal die Inseln hier drüben an und schauen, was da passiert. Hey, so viele Inseln. Ich weiß, es gibt richtig viel hier drin zu tun, Leute. Und nur zur Info, wir sind jetzt Stufe 7. Ich glaube, die Maximalstufe ist aktuell 2100. Wir haben ja also noch einiges zu tun. Wenn ihr mehr von diesem Spiel sehen wollt, lasst am besten jetzt schon mal einen Daumen nach oben da, weil ich liebe One Piece. Und wenn ihr auch Spaß dran habt, dann ist es natürlich umso cooler. Hier ist eine Kiste. $300 einfach mal so bekommen. Alright. Okay, gibt es hier irgendwelche Quests, die ich machen kann? Hier kann ich nur meinen Homepoint setzen. Dann gibt es hier einen Shop, einen Waffendealer. Okay, aber wir haben ja unser Schwert. Wir sind ganz klarer Schwertkämpfer, Leute. Und dabei werden wir auch ganz klar bleiben. Oh, der hier. Oh, hier wird jemand gesucht. 1500 ist die Belohnung. Aber ich bin natürlich nicht von der Marine. Ist mir ja egal, wer hier gesucht wird. Oh, hier ist ein Captain. Habe ich hier... Kann ich hier eine Quest machen? Oh, nee, kann ich nicht. Okay. Hier gibt es keine Quests auf der Insel. Na gut. Hier ist gerade einer zu mir gekommen und sagt, töte mich? Nee. Töte doch keinen anderen Piraten. Oder? Das macht ihm ja gar keinen Schaden. Ich bin ja noch gar nicht Level 20. Ich kann gar kein PvP machen. Klasse. Wahrscheinlich hätten wir ultra viele Erfahrungen bekommen oder so, wenn wir ihn getötet hätten. Wahrscheinlich wollte er das deswegen. Wollte uns ein bisschen boosten. Aber ich bin erstmal auf der Suche nach Aufgaben und Quests, die ich erledigen kann. Wir müssen ja erstmal selber stärker werden. Unser Kopfgeld ist 100. Das lohnt sich ja gar nicht. Oh, das hier ist die Marine-Starterinsel. Hier sind wir ganz falsch. Hier ist
Da will ich echt nicht hin. Oh, da drüben ist so eine Insel mit Bäumen und allem. Da finden wir bestimmt irgendwelche Viecher, die wir umklatschen können. Gibt's hier eigentlich auch Seemonster? Nicht, dass wir rumlaufen und auf einmal oder rumfahren und auf einmal frisst uns ein Seemonster. Das wäre auf einer Skala von 1 bis 10 wäre das echt uncool. Das hier ist der Dschungel, wo wir jetzt angekommen sind. Und hier sind auf... Ja, da oben gibt's auf jeden Fall Quests. Perfekt. Wieso kann ich hier nicht hoch? Was soll das? Come on. Okay, doch, ich kann hoch. Hier ist auch direkt eine Truhe. Okay, da waren auch wieder $300 drin. Oh, was ist hier denn? Ein Affe? Level 14? Oh, wie soll ich denn... Habe ich irgendwelche Spezialfertigkeiten? Nein! Habe ich nicht. Kriege ich erst noch, oder was? Alter. Okay, aber wow, das gab direkt ein krasses Level-Up. Ich erhöhe mal direkt Verteidigung und nochmal Nahkampf und gleich nochmal Schwerter am besten. Aber ich hole uns erstmal hier drüben eine Quest. Kann man eigentlich auch mehrere Schwerter irgendwann führen? Ich will richtiger Schwertmeister werden, ey. Okay, wir haben hier Quests. Wir können Affen, Gorillas und den Gorilla-König jagen. Oh, dafür muss ich erst Level 10 sein. Oh, okay, wir machen kurz Level 10. Wir schaffen die Affen ja jetzt schon. Ist egal. Wir machen die einfach. Hier, zack. Gibt's erstmal einen rein hier. Let's go. Und noch einen Affen hops genommen. Level 9 direkt. Ich erhöhe jetzt mal noch unseren Schwertskill. Und nochmal Nahkampf. Besser ist es. Aber das bedeutet ja dann, dass hier auch irgendwo ein Gorilla-König oder so on the road ist. So Bossgegner-mäßig. Müssen wir. Oh, ich glaube, das ist der da drüben, oder? Naja. Für den müssen wir dann wahrscheinlich noch eine ganze Ecke schneller werden. Und was kriegen wir hier? Oh, und hier kriegen wir Früchte, aber erst, wenn wir Level 50 sind. Okay, wir sind einfach noch zu schwach, Leute. Wir müssen einfach noch viel stärker werden. Okay, schaffen wir jetzt hier noch einen Affen? Wir haben eben schon gut Damage bekommen von dem einen Affen. Und ich will jetzt hier nicht drauf gehen. So ist es nicht. Ich will... Oh, das ist jetzt... Oh, das wird jetzt aber knapp hier. Muss ich ein bisschen in Deckung gehen. Und zack. Nochmal rein da. Und zack. Nochmal. Und zack. Ja, und zack. Perfekt und... Die perfekte Taktik einfach. Okay, wir erhöhen nochmal Schwert, Verteidigung und Nahkampf. Ich glaube, das ist eine gute Kombi für uns. Und dann holen wir uns mal hier drüben die Quests 6 Affen wegschnetzeln. Und dafür gibt es, glaube ich, wie viel haben wir dafür bekommen hier? 800 und 2300 Erfahrung. Da sehe ich mich, Leute. Let's go. Und Leute, ich glaube, jetzt habe ich hier das Kämpfen mit dem Schwert aber ein bisschen besser raus, als das eben noch der Fall war. Wenn man hier ein bisschen, weil ich habe viel mehr Reichweite als die Affen. Ich kann einfach, vor allem kann ich ja auch mit meinem Dash einfach immer so durch die durchklatschen. Und dann ist das ja sowieso noch viel einfacher, die hier einfach wegzulöten. Plus wir kriegen noch einen Level Up. Ich erhöhe mal, aber ich glaube, normale Waffe ist für Schusswaffen, ne? Ich glaube nicht, dass ich das erhöhen muss. Werde ich auch nicht machen. Ich erhöhe Schwertkampf. Oh, wir machen schon viel mehr Schaden jetzt mit unserem höheren Schwerter-Skill. Let's go. Und wie viele Affen haben wir schon? Okay, 2 Stück noch. Und dann gibt es 2300 Erfahrung. Das wird natürlich wahrscheinlich ordentlich reinhauen. Ah, guck mal, wenn wir hier schön auf Entfernung immer kämpfen, da haben die Viecher hier gar keine Chance. Wir haben ja viel mehr Reichweite als die. Easy! Zack! Let's go. Und? Oha, wir sind direkt aufgestiegen bis auf Level 15. Wow, was war das denn jetzt? Katana Mastery auch nochmal richtig hochgestiegen auf Level 13. Oh, hier ist ja ein Baumhaus auch, wo man rein kann. Okay, krass. Damit kommen wir wahrscheinlich schneller hier rüber zur nächsten Quest. Aber da hatte ja noch eine Quest, wo wir Gorillas erledigen müssen. Dafür brauchen wir Level 15 und 8 Gorillas. Das gibt $1200, 4500 EXP. Das machen wir. Und unser Kopfgeld beträgt jetzt auch schon 380. Eben war es noch 100. Das heißt, wir müssen jetzt, glaube ich, auf die andere Insel da drüben, auf diese andere Dschungelinsel. Denn da ist ja auch, glaube ich, der Gorilla-König. Und dann wahrscheinlich auch die normalen Gorillas. Und von den normalen Gorillas müssen wir jetzt 8 wegkloppen. Die sind wahrscheinlich natürlich... Oh, warte. Hier ist eine Kiste, die hole ich mir erst. Die Kiste nehme ich erst mit. 340, kann ich gebrauchen. Wir haben nämlich nicht so viel Kohle. Okay, ich bin mir ziemlich sicher, dass da drüben ist der Gorilla-König. Mit dem legen wir uns erstmal nicht an. Aber mit den Kollegen hier... Oh, die sind Level 20. Alter. Ich glaube auch, die sind ein bisschen stärker, oder? Oh, was war das denn für ein Angriff gerade? Hä? Ach so, warte, der ist ja... Ah, ist die Fertigkeit da unten? Warum steht denn da Z? Scheinbar kann ich die mit einer anderen Taste triggern. Mit Y. Okay, stimmt irgendwas nicht in der Tastenbelegung. Aber egal.
Dann weiß ich jetzt wenigstens, wie unsere andere Katana-Fertigkeit noch funktioniert. Und kann jetzt hier mal wenigstens ordentlich richtig einen rausschleudern hier. Let's go. Zack. Guck mal. Aber die Gorillas sind schon gut stark, Leute. Also darf man nicht unterschätzen auf jeden Fall. Oh. Alter, wir sind fast down. Das war knapp. Da müssen wir definitiv aufpassen. Kann man hier eigentlich auch noch andere Sachen anziehen? Also gibt es so Rüstung oder sowas? Bestimmt, oder? Also so, keine Ahnung, so Schwertkampfgewänder oder sowas? Wäre schon cool. Also da sehe ich mich drin. Und es ist nur noch ein Gorilla, den wir wegschnitzeln müssen für dann eine riesige, riesige Belohnung, die wir kriegen. Ich bin echt gespannt, wie viel Level das sind. 450 Erfahrung. Das wird doch schon eine Menge ausmachen, oder? Also denke ich mal. Würde mich wundern, wenn, obwohl, wie viel brauchen wir? Ja, wir brauchen 1400 für ein Level. Könnte sein, dass plus den Gorilla-Kill hier, dass uns das dann schon fast bis auf Level 20 boostet. Knapp. Doch, es reicht. Let's go. Einfach schon Level 20. Ja, moin. Und dann kriegen wir doch jetzt bestimmt die Quest, den Gorilla-König zu erledigen, oder? Aber dafür bringen wir erst unsere Katana-Fertigkeit auf 20, damit wir noch hier unten die neue Attacke lernen können. Aber jetzt erhöhen wir erstmal Nahkampf. Wir geben Schwert mal noch 2 Punkte. Das ist insgesamt 20 schon. Dann hier noch 2 und da noch 2. Und dann sollte das ganz gut aussehen. Und dann holen wir uns mal oder schauen wir mal, ob wir schon die Gorilla-König-Quest bekommen können. Reden wir mal mit dem Kollegen. Gorilla-König. Level 20. Bestätigen. 9500 Erfahrung. 2000 Geld. Aber wie gesagt, wir bringen erst schnell unsere Katana-Fertigkeit auf Level 20, weil ich glaube, wir brauchen die zweite Fertigkeit werden wir brauchen. Aber dafür müssen wir eigentlich nur ein paar Gorillas hier schnell wegschnetzeln, denke ich. Also ein paar von den normalen hier. Und dann sollte das, denke ich, schon schicken. Hoffentlich. Ja, ist jetzt schon mal auf Level 19 direkt nach einem Kill. Und ich glaube, jetzt noch 2 oder 3. Und dann sollten wir auch schon direkt den nächsten Level up haben. Ich mach das mal eben. Dann haben wir noch eine Fertigkeit und dann machen wir unseren ersten Bosskampf und fordern den Gorilla-König heraus. Als direkt Profi-Schwertkämpfer, Leute. Und da haben wir es auch schon. Ging viel schneller als erwartet. Und jetzt müssten wir ja den Luft-Schrägstrich auch schon haben. Sieht wie eine krasse Attacke aus. Wir warten mal eben, bis mein Leben voll ist. Und dann fordern wir den Gorilla-König heraus. What the hell, man? Ja, er aktiviert PvP. Was soll das denn? Ich bin ultra low. Warum fordert er mich denn heraus? Yo, er gibt mir One-Hit. Was soll das denn? Und danach ist er einfach gerade weggeflogen. What the hell? Ich wollte nur gegen den Gorilla-König kämpfen. Ich werde einfach von anderen Piraten umgelegt. Was soll das denn? Alter, was passiert da drüben? Hier sind gerade einfach Bäume weggeflogen. Die schnetzeln sich da drüben ja richtig weg. Ja, moin. Und ich sitze hier drüben, denk mir nichts Böses, will nur gegen Gorilla-König kämpfen. Auf einmal einfach alles vorbei hier. Oh, hier ist eine Truhe oben drin. Nice. 200 Dollar bekommen. Aber Leute, der Gorilla-König ist wieder da. Wir gehen rein, wir benutzen direkt unsere erste neue Fertigkeit. Oh, ich glaube, es wird nicht einfach gegen den. Der hält viel. Oh, der macht auch viel Damage. Und er hält viel aus. Oh, der hat irgend so eine Fertigkeit. Okay, die macht aber nur Schaden, wenn man direkt davor steht, glaube ich. So wie das jetzt gerade aussah. Wow. Wir müssen vorsichtig sein. Wir dürfen... Nein, nein. Oh, ich war in Range. Ganz schlechte Nummer. Ganz schlechte Nummer. Okay, das wird nicht... Was passiert hier jetzt? Oh mein Gott. Ey, die kämpfen da drüben und ich krieg fast hier drüben noch eine drauf, ey. Egal, rein und rein. Zack. Wir müssen... Oh, ich habe nur noch paar 70 Leben. Alter, ist der stark. Vielleicht gibt's bessere Schwerter? Ich brauche ein besseres Schwert. Wir haben auf jeden Fall jetzt die Kohle, um uns ein besseres Schwert zu leisten, denke ich mal. Aber ich weiß nicht, wo ein Händler ist. Aber wir müssen ihn jetzt besiegen. Wir müssen ihn jetzt besiegen. Wenn wir uns nicht komplett quer anstellen... Oh mein Gott. Okay, die haben ihn für mich besiegt. Das zählt. Ich muss ganz dringend los. Macht's gut. Es sieht gefährlich aus, was die da drüben machen. Alter, hier sind einfach alle Bäume weggeflogen. Was passiert denn hier? Was ist das? Was passiert, wenn ich hier draufstehe? Keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall 12 Fertigkeitspunkte bekommen, Leute. Wir erhöhen mal all das hier. Und den Rest hau ich bei Schwerter rein, oder? Brauchen wir.
Brauchen wir. Ja, das sind auf jeden Fall drei Spieler da drüben, die sich hier richtig einen reinlöten die ganze Zeit. Ich glaube, die wollen auch irgendwas handeln, aber das ist mir zu wild. Ich habe Angst davor. Die haben gerade halbe Insel einfach ausgelöscht. Ich muss hier ganz los und weg. Ich suche jetzt einfach mal eine Insel, wo wir vielleicht auch bessere Waffen kriegen. Ich meine, das ist noch komplett das Anfängerschwert. Hier stehen keine Stats dabei. Wir haben Mastery halt auf 20. Aber es gibt garantiert bessere Waffen. Hundertprozentig. Was ist das hier drüben für eine Insel? Sieht mir nach Schnee und Eis aus. Ja, die können einfach fliegen. Guck mal, er fliegt einfach. Der fliegt einfach. Und jetzt ist er abgestürzt. Nee, ich glaube, er ist gelandet. Okay. Ganz wilde Nummer. Also sehr crazy, das Game auf jeden Fall, Leute. Wir steuern mal hier die Insel an. Vielleicht finden wir hier nochmal Quests oder irgendwas zum Kaufen. Weil wir haben $8000, die muss man für irgendwas ausgeben können. Okay, hier kann man schon mal ein luxuriöses Boot kaufen. Vollstrecker für 1000 oder noch mehr. Da schaue ich nochmal rein das nächste Mal. Haben wir schon mal direkt eine Kiste gefunden mit 300 Gold drinne. Und was sind das hier für Kollegen? Banditen Level 90? Das ist nicht meine Insel. Macht's gut. Ah, hier sieht man auch. Ja, da müssen wir bestimmte Level für haben. Besser ist es. Ja, okay. Map 2. Okay, ich bin hier definitiv falsch. Aber ich kaufe mir mal ein besseres Boot. Du besitzt diesen Spielpass nicht. Ach, come on. Was kann ich hier kaufen? Kann ich hier Schlaufe 300, einfach 1000. Oh, was? Ui. Ui, na, das ist mal ein Boot. Ja, nehme ich mit. Perfekt, das ist auch viel schneller. Mein Kompass will mich als wieder zu dem Dschungel-NPC bringen. Aber ich will eigentlich einfach nur... Ich will eine bessere Waffe kaufen. Aber vielleicht gibt es auch noch keine bessere Waffe. Kann natürlich auch sein, ne? Ich meine, ich kann mich hier natürlich noch viel weiter hochleveln, indem ich noch weiter Gorillas und so schlachte. Aber ist das Sinn der Sache? Vielleicht. Vielleicht muss ich einfach noch mehr Affen und so wegschnetzeln. Dann mache ich das. Weil für die andere Insel waren wir offensichtlich zu schwach. Aber wo es bessere Waffen und so gibt, weiß ich halt auch nicht. Ich bin neu hier. Ich kenne mich nicht aus, Mann. Oh, ich habe alles überlegt, wie wir... Ne, Moment, warte mal, ich kann mich doch auch nach Hause teleportieren, oder? Ja, ich habe doch alles überlegt, wo kriege ich noch andere Waffen her? Wie kriege ich bessere Schwerter? Dabei können wir doch erstmal für $11000 uns schon eine Blocksfruit leisten. Das heißt, rein theoretisch können wir uns doch jetzt bei dem Kollegen hier eine Frucht kaufen, oder? Die Frage ist nur, welche Frucht kauft man? Ich habe mir eben nochmal kurz ein Video angeguckt, was hier gut ist. Und da meinte jemand, man sollte schon eher was von... Man sollte schon so sparen, dass man sich Flamme leisten kann. Aber wenn das hier 350 kostet, kostet Flamme bestimmt 200. Ja, guck mal, Rauch kostet schon 100.000. Aber in 33 Minuten gibt es neue Früchte. Was kostet, wie viel kosten die hier unten so? Die sind alle nicht mehr auf Lager hier unten. Ja, natürlich nicht. Ja, die sind natürlich brutal teuer dann. Licht soll angeblich extrem stark sein. Flamme logischerweise dann hier oben, ne? Rauch ist natürlich auch geil. Captain Smoker ist ja auch Turbo Strong. Gegen Rauch hätte ich auch nichts. Können wir uns aber noch nicht leisten. Das heißt, wir müssen erstmal noch ein bisschen sparen. Oh, aber wir sehen hier gerade, guck mal. Das ist dann wahrscheinlich hier die erste Map. Wir sehen hier Pirateninsel. Dann ist da drüben dieser Dschungel, Level 15. Geradeaus ist diese Stadt. Und wenn wir links weiterfahren, kommt dann hier eine Map für 30+. Und gegenüber ist das Marine-Hauptquartier. Oder das die Marine-Starter-Insel. Das heißt, die Insel da drüben, das ist die Level 30+-Insel. Sehr gut zu wissen. Dann wissen wir schon mal, wo wir als nächstes hin müssen. Aber ich glaube, wir leveln einfach erstmal noch ein bisschen auf der Gorilla-Insel, um stärker zu werden. Dass die 30-Plus-Insel sich dann auch wirklich lohnt. Und ich denke, wir sollten wirklich Richtung 100.000 anspannen, dass wir mindestens die Rauchfrucht kaufen können. Weil ich glaube, die brauchen wir schon. Also ich will nicht so einen Schmumpitz kaufen. Aber liebst hätte ich natürlich die Flammenfrucht. Das wäre insane. Aber ich spare gerade mal ein bisschen. Ich mache noch ein paar Level, Leute. Wir sehen uns gleich wieder. Es passiert hier jetzt ja nichts Spannendes. Ich hau einfach nur Gorillas kaputt, bis ich mehr Geld und mehr Level habe. Ich will heute noch eine Frucht holen hier im Video. Ich sehe gerade hier im Shop kann man ja für 90 Robux sogar seine Rasse ändern. Und dann? Jetzt bin ich ein Engel. Ja, moin. Warum bin ich kein Fischmensch geworden? Das ist nicht besser. Ich bin ein Hase? Okay, Leute, wir sind jetzt ein Hai. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendeinen Vorteil bringt, aber es sieht verdammt cool aus. Außerdem haben wir hier... Warte, der verkauft ja nur Waffen, aber keine Schwerter. Außerdem, wenn ihr unten links guckt, ich habe auch uns Geld besorgt, Leute, über einen Game Pass. Also mal ganz ehrlich, bis ich mir einfach so 100.000 verdient habe, das wird noch eine ganze Weile dauern. Deswegen fahren wir jetzt so mal hier rüber und wenn die Smokefrucht noch da ist, holen wir uns die. Dann benutzen wir die erstmal. Weil dann können wir schon mal eine Frucht hochleveln. Und die wird uns garantiert auf der Level 30 Insel gut weiterhelfen. Ein Piratenabenteuer. Bitte wähle eine Quest aus. Besiege 8 Piraten. Okay.
Okay, warte mal. Ich wollte auf die Piratenanfängerinsel. Ich bin hier falsch. Ich teleportiere mich einfach kurz. Ich fahre bestimmt nicht zurück. Ich grüße Sie, Herr Fruchtverkäufer. Das ist unser Obsthändler. Okay, ist das Ding noch da? Rauch ist noch da. Kaufen wir. Ansicht? Oh, könnte man. Man kann das auch für Robux kaufen. Aber Flamme ist nicht auf Lager. Könnte ich aber auch für Robux kaufen. Leute, ich mach das jetzt. Ich will lieber die Flammenfrucht haben, bevor ich jetzt hier, was kann das Ding so? Wow! Und wir haben hier 5 Fertigkeiten insgesamt. Flammenzerstörer auf Level 100. Feuerflug auf 10. Aha. Boah, ich sehe gerade, wir kriegen 13.000 Erfahrung, wenn wir diese 8 Piraten umhauen. Wir haben jetzt die Frucht am Start. Ich bin mal sehr gespannt, was hier jetzt abgeht, Leute. Also testen wir das Ganze mal. Wie viel... Okay, so viel Schaden macht das nicht. Ich hätte gedacht, das macht mehr Schaden. Hält sich in Grenzen. Der Pirat ist auf Level 35. Oh. Was ich aber auch noch gesehen habe, Leute, was sich richtig lohnt, ist hier zwischendurch einfach zwischen den ganzen Fertigkeiten, die wir haben, durchzuswitchen und die alle zu nutzen. Die alle zu nutzen, weil es lohnt sich einfach. So, weil mit der Frucht können wir zum Beispiel nur diese Fertigkeiten channeln, aber ansonsten nicht kämpfen. Also ich habe jetzt hier keine Feuerschläge oder sowas, wisst ihr? Ich habe halt diese Fertigkeiten hier, aber der Rest hält sich in Grenzen. Aber ich glaube, ich muss die Frucht benutzen, um den jetzt hier umzuhauen, damit ich die Erfahrung kriege, oder? Oder funktioniert das sonst? Weil ich glaube, ich muss schon die Frucht benutzen, um die Erfahrungspunkte zu kriegen, wenn der hier jetzt gleich auf die Bretter geschickt wird, oder? Wir müssen auf jeden Fall gleich erstmal viele Skillpunkte in die Frucht reinmachen, weil die macht viel zu wenig Schaden. So, okay. Jetzt haben wir die schon mal auf Level 5. Das ist gut. Aber krass, hier diese Piraten bringen auch nur 300 Erfahrungspunkte. Ich hätte gedacht, die bringen viel mehr. Die sind ja immerhin Level 35, aber irgendwie nicht. Aber wir beenden jetzt mal hier die Quest. Mal schauen, die bringt ja dann 13.000. Da sollte dann hoffentlich schon mal einiges passieren, ne? Und unsere Flammenfrucht ist ja gleich auch schon Level 10. Was ja bedeutet, dass wir dann gleich diese Flugfertigkeit freischalten, oder? Die wird ja bei Mastery 10 freigeschaltet. Ein Level noch. Unsere Frucht ist Level 10. Und jetzt haben wir... Oh, wir können fliegen. Was? Ich kann einfach fliegen damit. Wie cool ist das denn bitte? Okay, ich habe hier unten irgendwie auch noch so eine Zusatzleiste noch freigeschaltet. Ihr seht das. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Diese Leiste, die wir da unten jetzt so zusätzlich haben. Frag mich nicht, wo die herkommt. Die ist auf einmal da gewesen. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Aber die ist jetzt hier. Ja, kann man nichts machen. Müssen wir mit leben. Okay. Ja, also die Flammenfrucht ist ja mal brutal. Ich will nicht wissen, was passiert, wenn wir die anderen Fertigkeiten hier noch freigeschaltet haben. Und Quest beendet. 3 Level-Ups bekommen, Leute. Und Mastery Flamme ist auch schon auf 13. Wir verteilen jetzt mal die ganzen Punkte. Ich habe viel zu wenig auf die Frucht gemacht. Die hauen wir jetzt mal rein. Wir haben nur auf Waffe nichts. Ich habe nachgeguckt. Waffe ist wirklich nur für Pistolen. Die benutzen wir gar nicht. Also warum sollte ich das leveln? Aber ich würde sagen, Leute, das war es ja immer für die erste Folge von Blockshoots. Wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da. Es gibt hier viel zu tun in diesem Spiel. Es gibt viel mehr zu tun, als ich dachte. Es ist extrem krass. Deswegen lasst es mich wissen, wenn ihr mehr sehen wollt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Und bis dahin.